Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Little YouTuber. Ich bin's, Tanner, und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt, zu mir gefunden habt. Heute mit einer nicht so schönen Story. Es ist die Rede von Ricarda Raths. Sie wird ja auch Ricky genannt. Die hat ja mitgemacht bei Eye of the One, bei der VIP-Staffel. Und dann hat sie den ja Maurice kennengelernt. Dann haben sie mitgemacht bei Sommerhaus der Stars. Ich muss sagen, sie ist mir mittlerweile bis gestern noch sehr sympathisch gewesen, aber seit gestern, ja, triggert sie mich extrem. Also ich habe auch eine Story von Influencer Lieben mich, der lieben Annie, mit hineingenommen in mein Video. Das werde ich euch auch nochmal vorlesen. In ihrer Story hat sie es genau auf den Punkt gebracht. Das möchte ich euch gerne auch vorlesen. Wie bei Annie ist es auch bei mir ein großes Thema, das einen triggert. Und gestern Abend war ich wirklich so, als ich diese Story gesehen habe, hat mich das so aufgewühlt. Ihr wisst ja, letztes Jahr ist meine Oma verstorben. Die hatte ja einen Autounfall gehabt. Und genau in derselben Woche ist meine Oma mütterlicherseits, hatte einen Schlaganfall. Und jetzt liegt sie in der Hospiz. Also das Thema ist sehr nah. Und wir erleben sie, wir sehen, wie sie, ja, wie das Ableben einer Person geschieht. Und wenn man dann solche Stories erlebt, sieht, also auch meine Oma, die einen Unfall hatte, ich habe ja auch die Fotos gesehen, das wurde ja auch in der Zeitung gezeigt. Und dieses Foto hätte ich ja auch mit dem Auto. Da ist sie auch noch zu sehen, hätte ich sie ja auf Insta posten können. Ne? Also, aber irgendwo ist Schluss, meine Lieben, weil ich habe euch das gezeigt, wo ich war, wo sie begraben wurde und dass ich mir das, also meine Trauerzeit habt ihr miterlebt, aber dass man alles postet, alles zeigt, ohne die Zustimmung dieser Person, geht natürlich überhaupt nicht. Ne? Ich weiß, dass Instagram einerseits halt eine Bereicherung ist, ne? Diese ganze Inszenierung, diese Schnelllebigkeit, Zeitdruck und diese Inspiration. Und andererseits ist es halt so, dass jeder von hinten bis vorne alles optimiert, alles Schöne zeigt. Also diese Fake-Welt ist natürlich nicht die Realität. Und wichtig ist auch, dass man wie das Leben auch den Tod wahrnehmen sollte. Meistens verdrängen wir das. Bei mir in der Familie ist es nicht so. Wir reden sehr, sehr oft über den Tod. Und wir wissen, dass wir alle irgendwann weg sind. Allerdings mit Würde, bitte. Und auch die Personen, die um uns sind, sollen das Ganze auch mit Würde betrachten. Und ohne Zustimmung dieser Person, die gerade auf die andere Seite geht, sollte man nicht fotografieren und es auch nicht öffentlich machen. Also meine Brüder hätten mich, glaube ich, zur Sau gemacht, wenn ich sowas gepostet hätte. Also ich allein würde sowas überhaupt aus ethischen Gründen überhaupt nicht machen. Ich will auch nicht jetzt irgendwie Ricarda in den Dreck ziehen und ihr sagen, du, sondern sie hat ja ihre Stories auch runtergenommen. Ich habe diese Stories natürlich aufgenommen und werde sie euch zeigen, ohne dass ich den Opa zeige. Aber ich möchte euch das unbedingt zeigen, um ein Statement zu setzen, wie bei Kathi Hummels und wie es Yvonne auch gemacht hat bei Anne Wünsche. Irgendwann ist Schluss. Irgendwann sollte man auch sagen, so, das wird nicht mehr gepostet. Und es sollte auch eine Zensur geben bei Instagram. Bis dato gibt es das nicht. Wie ich schon sage, eine Zensur sollte es bei Instagram geben. Und gerade bei solchen Fällen. Mich macht das einfach fertig. Also gestern war ich richtig, richtig sauer, weswegen ich auch gesagt habe, gestern direkt wollte ich ein Video machen, habe ich nicht gemacht. Ich habe gesagt, ich gehe erst zur Arbeit, beruhige mich ein bisschen und denke darüber nach. Ne? Klar, gibt es Menschen, die die Trauer anders bewältigen, die anders damit umgehen? Kann ich auch verstehen.
Aber man kann das auch machen mit seiner Verwandtschaft, indem man mit denen darüber redet, denen irgendwas postet, in der Familie, wenn die das haben möchten, aber nicht in der Öffentlichkeit. Das geht nicht. Also, das verstehe ich auch nicht, warum so ein Seniorenheim oder dieser Hospiz auch nicht einen Riegel vorschiebt. Die müssen das doch sehen, die müssen das doch merken, dass da jemand filmt, dass da jemand das postet. Ich habe übrigens auch den Paragraphen 201a StGB mit in meinem Video aufgenommen, damit man so ungefähr weiß, um was es geht. Und ja, dann habe ich noch von T-Online ein paar Meinungen von Followern zu dieser Sache. Das werde ich euch auch gleich vorlesen. Wir gucken uns das mal an und ich bin gespannt auf eure Meinungen. Ich verurteile sie nicht, aber so geht das nicht, Ricarda. Wirklich nicht. So, falls ihr natürlich noch auf dem Kanal seid, über ein Abo würde ich mich freuen. Einen Daumen nach oben durch Kommentare und falls ihr natürlich die ganzen Sachen euch nochmal angucken möchtet, könnt ihr auf Ricardas Seite gehen, auf ihre Instagram-Seite. Werde ich unten nochmal einblenden in meiner Beschreibung. Auch von Anni Influencer Lieben mich, alias Robin Hood. Der könnt ihr auch gerne folgen. Von der habe ich auch zwei, drei Stories. Das werde ich euch auch vorlesen. Und dann habe ich noch einen Artikel von T-Online, nur die Meinungen der Follower, was sie dazu sagen. Das werde ich unten alles verlinken. Und ja, ihr könnt mir gerne über Insta folgen und auf TikTok. Jetzt geht's wie immer los. So, ihr Lieben, ich bin gerade ein bisschen, ich muss mich gerade zusammenreißen. Ich bin gerade bei meinem Opa und die mir schon länger folgen, wissen ja, dass mein Opa jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist, ne? Der ist jetzt auch 87. Gar nicht gut aus. Ich habe jetzt mal hier auch die Schwestern gefragt. So, hier sehen wir die erste Sequenz von ihrer Story. Da zeigt sie ihren Opa, was gar nicht geht, wie ich schon eben gerade gesagt habe. Ich habe ihn nochmal abgedeckt und seine Atmung kriegen wir halt mit. Man sieht halt oder man hört es auch. Ich meine, den Opa zeige ich hier nicht. Sein Mund war halt auf, ne, und der hat geatmet. Man hat auch die Atmung gehört. Der möchte auch irgendwie nichts essen. Ich kenne das gerade von meiner Großmutter. Diese Videosequenzen hat übrigens Ricarda aus ihrer Story genommen, wahrscheinlich weil sie so viel Hate gekriegt hat. Haten sollte man sie nicht, aber man sollte ihr schon sagen, so du Ricarda, das geht nicht. Das kann man nicht machen. Bei dieser kurzen Sequenz, also sehen wir ja schon, dass der Opa in der Terminalphase ist und seine Reise schon angetreten hat, gehe ich davon aus. Und ihn so ungefragt in Szene zu setzen, ist einfach verwerflich, pietätlos. Da fällt mir nichts anderes ein. Ich bin sprachlos und es ist echt zum Fremdschämen. Vielleicht ist sie einfach noch zu jung, würde ich auch nicht sagen, aber vielleicht geht sie einfach so mit der Trauer um. Und wir machen alle dumme Sachen, ich auch. Und da bin ich nicht ausgeschlossen. Aber ich finde es erstmal gut, dass sie natürlich diese Stories rausgenommen hat. Und ich hoffe, dass sie ein bisschen reflektiert diese ganze Sache. Das Ding ist, der isst und trinkt seit ein paar Tagen nichts mehr. Ja. Statt dann Stories zu machen, man kann ja irgendwie ein kurzes Bild machen, wo man seine Hand hält, ne? Und man kann das fotografieren, aber so eine Story zu machen und ihm zu zeigen, geht einfach nicht. Das kann ich tausendmal wiederholen und ich finde das wirklich verwerflich. Meine Großmutter, die ist auch in der Hospiz momentan und als ich in der Türkei war, getrauert habe wegen meiner anderen Oma. Und ja, meine Oma mütterlicherseits einen Schlaganfall hatte. Ich war 2 Wochen da und ich war die ganze Zeit bei meiner Oma. Ne? Also die, die jetzt in der Hospiz ist. Ich habe mich zu ihr gelegt, ich habe Händchen gehalten mit ihr. Und also ich war einfach für sie da. Und Ricarda macht eine Story daraus. Ist es Reichweite generieren? Kann sein.
Aber ich glaube auch einfach, dass sie anders umgeht mit ihrer Trauer, dass sie das gerne mitteilen möchte. Und also diese Instagram-Sache, diese ganzen Stories machen, ist einerseits eine Bereicherung, wie ich schon eben gerade gesagt habe. Andererseits ist es echt Teufelswerk, ne? Teufelsküche. Wir wissen jetzt nicht, ja, wie lange er noch macht. Also es ist auf jeden Fall krass, weil Weihnachten war jetzt noch bei uns und da konnte er dann noch halbwegs laufen und jetzt kann er gar nicht mehr laufen. Auch während sie diese Story macht, der Opa atmet hinten. Sie erzählt von seinem Ableben. Und der hört wahrscheinlich auch hinten zu. Ich weiß nicht, inwiefern man gerade das mitkriegt. Ich meine, wenn man ihn fragen würde, der würde wahrscheinlich nicht antworten wie bei meiner Großmutter. Aber zoll ihm Respekt und Würde und mach das irgendwo anders, deine Story. Und nicht in seinem Zimmer, wo er alles mitkriegt. Und übrigens auch, wenn ich also mir irgendwie diese Hospiz oder den Seniorenheim mir anschaue, da liegen keine persönlichen Sachen, ne? Also nicht mal Bilder, persönliche Bilder an der Wand. Das wundert mich auch so ein bisschen. Und hier sehen wir weiterhin, sie postet von ihrem Opa, klein Ricky, Brüderchen und Opi, wo sie im Bett kuscheln. Das sind ja tolle Bilder. Sowas kann man auf jeden Fall posten, finde ich auch total süß. Aber alles andere sollte man nicht machen. Also wenn jemand im Bett liegt und krank ist, also ohne die Erlaubnis, finde ich das nicht okay. So, also ich habe jetzt gerade mit der Leiterin hier vom Altenheim gesprochen und mein Opa raucht eigentlich und seit 6 Tagen raucht er nicht mehr und er isst halt auch seit 2, 3 Tagen isst er und trinkt nichts mehr. Sie weint und das tut sie wieder im Raum von ihrem Opa. Da würde ich mich auch, also ich wäre stark von meiner Oma oder von meinem Opa, wenn die gerade im Sterben liegen. Ich würde die Hand halten und denen was erzählen, Geschichten erzählen, aber ich würde jetzt nicht irgendwie sagen, dass er nichts isst, dass er nichts trinkt und also ihrer Community. Es ist halt, solche Veröffentlichungen sind wirklich ethisch nicht vertretbar. Ja, man kann das natürlich auch juristisch betrachten. Es greift das Persönlichkeitsrecht an. Es muss geschützt sein. Und im Grunde genommen wird die Verfügungsgewalt dieser Person, dem Opa, ja, die Gewalt entzogen, darüber zu bestimmen, ob er gefilmt werden möchte oder nicht. Und die versuchen jetzt heute Abend nochmal so eine Kochsalzinfusion ihm zu geben, damit er einfach wieder Flüssigkeit hat. Und entweder wird es denen halt davon besser gehen oder halt nicht. Da wissen wir, glaube ich, alle, was das bedeutet. Deswegen wünscht mir mein Opa ganz, ganz viel Kraft und ja. Warte jetzt noch auf meine Eltern. Ich hoffe natürlich, dass deine Eltern auch Instagram haben und das gesehen haben und dir verboten haben, sowas zu posten. Falls sie natürlich Instagram haben oder dein Bruder. Weil, ich meine, du hast es rausgenommen, glaube ich, so nach 3, 4 Stunden. Schade, dass du es nicht sofort rausgenommen hast. Aber wenigstens hast du es rausgenommen. Haben ihm versucht, eben Joghurt zu geben, was zu trinken. Er hatte sogar ein bisschen getrunken, aber ja, man merkt, dass er halt einfach nicht mehr möchte. Ich bin so froh, dass er noch Weihnachten bei uns war, wirklich. Da weiß man einfach das Leben so krass zu schätzen und ja. So, da hat sie noch am Ende gepostet, Love, ne, klar Liebe. Und solche Bilder, liebe Ricarda, sollten einfach im Familienkreis bleiben, solche Videos, ohne die Zustimmung deines Opas, dass du da solche Bilder machst, solche Aufnahmen, geht einfach nicht. Also da fallen mir echt keine Worte mehr ein. Das macht mich sprachlos, ne? Es ist halt unmoralisch. Und ich will sie auch nicht
irgendwie verurteilen. Ne? Es ist halt meine Meinung. Trotzdem ist sie kein schlechter Mensch. Trotzdem sollte man sie irgendwie nicht hassen oder man irgendwie ihr Hassnachrichten schicken. Nur diese Art, ich hoffe, dass sie das begriffen hat, dass sie das verstanden hat. Und direkt danach postet sie von, dass sie halt essen ist mit ihrer Freundin und schaut mal, wie das ausschaut. Also man denkt so, das, was sie vorher gemacht hat, ist einfach eine Story gewesen, wenn man sich jetzt dieses Video oder diese Sequenz anschaut. Ich glaube, danach hätte ich überhaupt keinen Appetit mehr. Ich würde überhaupt nicht sowas posten. Wie ich schon gesagt habe, Instagram, dieser Druck, dass man irgendwie posten muss, dass man sein Leben zeigen muss, wie es ist. Aber danach wäre ich doch bei meinem Opa geblieben. Händchen gehalten hätte ich. Ich wäre die ganze Nacht da geblieben. Um Zeit mit dem zu verbringen. Das habe ich auch getan mit meiner Oma. Und das verstehe ich nicht. Aber ich sag ja, jeder ist da unterschiedlich. So, hier habe ich zwei, drei Stories von der Annie. Influencer lieben mich. Ihr könnt gerne bei ihr reinschauen. Folgt ihr gerne, weil sie hat immer so tolle Memes und geht auch sehr, sehr gut mit diesen ganzen Sachen um, ne, die momentan aktuell kritisiert werden. Ich liebe es, ihre Stories anzuschauen. Es bereichert mich extrem, weil sie auch so sehr sprachgewandt ist und sich sehr, sehr gut ausdrücken kann. Und sie genau das trifft, den Nerv, den ich auch momentan fühle. So, lesen wir uns mal ihre erste Story durch. Ricardas Instagram-Story hat mich persönlich getriggert. Und ich sage getriggert in dem Fall ganz bewusst. Ihr wisst, ich teile hier sehr selten wirklich private Dinge. Aber heute muss ich eine Ausnahme machen, damit Menschen anfangen, ihr Gehirn zu benutzen. Ich verurteile niemanden dafür, dass sie er seine intimen Verlustängste mit seinen Followern auf Social Media teilt. Denn es gibt Menschen, die auf diese Weise die Trauer verarbeiten. Wenn es den betroffenen Personen hilft, sich ihrer Community mitzuteilen, Zuspruch zu bekommen, Unterstützung und Trost zu finden, wer sind wir, sie dafür zu verurteilen? Aber dann, und das ist meine persönliche Meinung, sollte sich diese Mitteilungsbedürfnis auf die betroffene Person selbst beschränken. Das hat sie sehr, sehr gut geschrieben. Ich bin total ihrer Meinung. Klar, jeder verarbeitet die Trauer anders, doch es müssen auch Grenzen gesetzt werden. Weiter geht es in ihrer Story, sterbende Angehörige zu zeigen, nicht einmal ihre Würde zu respektieren und sie wenigstens unkenntlich zu machen, ungefiltert und für die gesamte Community sichtbar, macht mich sprachlos. Und es triggert mich unfassbar. Als meine Oma im Sterben lag, habe ich an ihrem Bett gesessen und ihre Hand gehalten. Ich habe dieses Bild bis heute nicht vergessen. Es hat sich in meinen Kopf eingebrannt. Sie war blass, ihr Mund war offen, ihr Atem hat gerasselt, wie das im Sterbeprozess eben so ist. Ich habe mit ihr gesprochen, ihr gesagt, dass es okay ist, wenn sie geht, dass ihre Schwester bereits auf sie wartet und dass wir klarkommen werden ohne sie, dass sie nicht uns zuliebe festhalten muss, sondern sie ihr Leben geopfert hat, um uns großzuziehen, um auf uns aufzupassen und ihre schützende Hand über uns zu halten und dass wir auf Opa aufpassen werden, stolz auf sie sind, sie lieben und sie Frieden finden kann. Nie im Leben wäre mir eingefallen, stattdessen mein Handy aus der Tasche zu holen, um irgendjemanden daran teilhaben zu lassen. Meine Oma hat mich in diesem Moment gebraucht und ich war da, so wie sie mein gesamtes Leben für mich da gewesen ist. Und das sind wahre Worte, tolle Worte. Ich kann es einfach genauso zum Teil wiedergeben. So fühle ich auch. Und ich finde es toll, dass sie die passenden Worte für dieses Geschehen gefunden hat. Ich verurteile auch nicht Ricarda, aber statt sein Handy rauszuzücken, sollte man lieber dort sitzen, mit seinem Opa reden und einfach für ihn da sein. Und danach dann eine Story zu posten, wo sie essen geht, ist unverständlich. Ne? Das verstehe ich nicht. Das hat sie auch weiterhin in ihrer Insta-Story Annie gepostet, dass sie das sehr, sehr kritisiert, was da passiert ist.
dass sie direkt danach dann halt essen geht, als wäre nichts passiert. Also ich hätte gar keinen Hunger. Ich hätte ja keinen Appetit, wenn ich sowas erleben würde. Geschweige denn, mein Handy rauszucken und das Ganze filmen. Naja, jeder geht halt anders damit um. Dann habe ich nochmal von T-Online ein paar Meinungen. Zwei Meinungen habe ich da, das werde ich euch vorlesen. Unten werde ich das auch verlinken, den Artikel. Eine weitere Person findet: Ich weiß gar nicht, was schrecklicher ist, dass du einen im Sterben liegenden filmst oder während er im Raum ist, darüber sprichst, wie lange er es noch macht. Unterirdisch, empathielos, unmenschlich. Diese Auffassung teilte auch diese Abonnentin. Ich bin sprachlos, einen Menschen in dieser Phase zu filmen, es öffentlich zu stellen und dann noch vor den Menschen darüber zu sprechen, wie lange er es wohl noch macht. Es ist so traurig und respektlos gegenüber den Menschen. Also alles, was hier steht, sehe ich genauso. Daran sieht man auch, dass sie so ein bisschen reflektiert hat, dass sie gesehen hat, boah, ich bekomme richtig viel Hate momentan, weswegen sie auch ihre Story rausgeholt hat. Wahrscheinlich wird sie noch ein Statement dazu machen. Bin ich gespannt, was sie dazu sagen wird. Und weiterhin habe ich hier Paragraph 201a. Das werde ich euch auch kurz vorlesen. Schauen wir zunächst in die entsprechende Vorschrift im Strafgesetzbuch. Paragraph 201a. Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen. Mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft. Wer, also Absatz 1, 1, von einer anderen Person, die sich in einer Wohnung oder einem gegen Einblick besonders geschützten Raum befindet, unbefugt eine Bildaufnahme herstellt oder überträgt und dadurch den höchstpersönlichen Lebensbereich der abgebildeten Person verletzt. Absatz 1, Satz 2. Eine Bildaufnahme, die die Hilflosigkeit einer anderen Person zur Schau stellt, unbefugt herstellt oder überträgt und dadurch den höchstpersönlichen Lebensbereich der abgebildeten Person verletzt. Also, das ist ein Beispiel dafür, für meine Community, falls ihr irgendwie auf den Gedanken kommt, kann jedem mal passieren, dass man das irgendwie wie bei Ricarda filmt, aber nicht, dass die Person irgendwie einen Verwandtschaftsgrad mit dir hat. Das bezieht sich wahrscheinlich darauf, weil bei einem Verwandtschaftsgrad wird das wahrscheinlich nochmal anders aussehen. Die Emotionen und wie man dann mit dieser Trauer umgeht, das wird dann wahrscheinlich natürlich in der Verhältnismäßigkeit noch anders besprochen. Da kommen natürlich andere Paragraphen noch dazu. Aber grundsätzlich für eine fremde Person, wenn man halt irgendwie in eine Hospiz geht und dann irgendwie die Person filmt, das ist ja Hilflosigkeit, ne? Im Sterben liegt diese Person und dass man unbefugt einen höchstpersönlichen Lebensbereich filmt, das geht natürlich nicht, da macht man sich strafbar. Das nur eine kleine juristische Mitgabe an euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, dass wir nicht mehr solche Fehler begehen, dass wir nicht mehr solche Bilder sehen werden, ohne die Zustimmung eines anderen. Und ich bin gespannt, was Ricarda noch dazu sagen wird. Ich danke auf jeden Fall auch Anni, Influencer lieben mich, dass sie die passenden Worte zu dem ganzen Thema gefunden hat. Und ja, ihr könnt mir gerne folgen. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Du kannst gerne auch, wie gesagt, Ricarda folgen. Von der habe ich die Story. Influencer lieben mich. Kannst du gerne auch folgen. Der lieben Annie. Den Artikel zu T-Online werde ich nochmal unten in der Beschreibung verlinken. Und du kannst mir gerne über Insta folgen und auf TikTok. Ich danke euch vielmals.